Wer einmal hier war, kommt wieder. Und dann plötzlich wird er mit etwas Neuem konfrontiert. Zum Beispiel auch bei Rutenbeck. Da habe ich eine wunderbare Arbeit aus dem Jahre 70 gefunden, mit den vier Flaschen. Und ich glaube, dass dieses Werk den ganzen Raum wieder in ein neues Licht stellt. Das macht man für diejenigen, die Ihnen sagen, wenn Sie sie sehen, ach, wissen Sie, ich war schon viermal hier. Und ich war, wie der Herr Staube sagt, vom Flughafen, ich war schon achtmal hier. Nicht? Und für die arbeiten wir, wenn wir das erfahren und sagen, wenn die immer wieder kommen, dann müssen sie mal von Zeit zu Zeit auch etwas anderes sehen. Er erforscht jeden Fleck, pflanzt in einen kanzelartigen Vorsprung diesen Philodendron, zusammengenäht aus Polizeiuniformen. Szenenwechsel heißt das Prinzip. Zweimal jährlich gestaltet er neue Bezüge. Außerordentliches wie diese großformatigen Bilder von Gilbert und George, eine Hommage an die englische Landschaftsmalerei. Lucian Freuds Menschenbilder fehlen bei Jean-Christophe Ammann nie. Geradezu symbolisch für das, was 1993 geschah, ist dieses Fahrrad eines Penners von Andreas Molinsky. Die neu gewählte rot-grüne Regierung strich den Kulturetat zusammen. Das Museum stand vor dem finanziellen Aus. Der Direktor entfachte darauf eine Museumsbegeisterung und mutierte zum begnadetsten Bettler Frankfurts. Denn Qualitätsabstriche kamen nicht in Frage. Dafür traf bald Chanel auf Beuys. Der Auftritt des Herrn mit dem Zopf stach gar manchem Kulturpuristen ins Auge. Das Haus war auf Leihgaben angewiesen, die Fotoserie von Nobushi Araki. In unzähligen Führungen vermittelte der Hausherr sein Konzept. So verzieht das Publikum auch den Schlagsahnebecher an der Fassade. Beruhigend, im Innern des Hauses, dieses minimalistische Werk des Koreaners Nam June Paik. Videokameras nehmen eine Kerze auf und werfen das Abbild auf die Wand. Eine stille Arbeit mit meditativem Reiz. Ein tristes Déjeuner sur l'herbe. Der kanadische Fotokünstler Jeff Wall schafft es, dass seine ausgeklügelten Inszenierungen wirken wie zufällige Bilder aus dem Autofenster. Wohltuend, wie viel Platz den Werken eingeräumt wird. Jean-Christophe Ammann verstand es auch, die Reichen und Firmen als temporäre Sponsoren einzubinden. Der Lohn? So überwältigende Präsentationen wie diese Installation des Amerikaners Bill Viola. Daneben die konsequente Abstraktion. Die Date Paintings von On Kavara. Das Datum steht für den Tag, die Schreibweise für den Ort, an denen sich der Künstler aufhielt. Ein Tagebuch? Breit abgestütztes Sponsoring, das hohe Qualität ermöglichte. Das zahlreiche Publikum dankte es. Auch Neues, noch nicht Arriviertes, wie die Arbeiten von Lucy Bepler, erhielt Raum im inzwischen international renommierten Haus. Und natürlich die großformatigen Bilder von Franz Gertsch. Jean-Christophe Ammann hatte den heute weltbekannten Künstler aus der Schweiz schon früh gezeigt. Damals in Luzern. Es ist ihm gelungen, die schwierige Architektur mit der Kunst zusammenzufügen. Nach 13 Jahren Aufbauarbeit verlässt er 2002 sein erwachsenes Kind. Seither reist er als Arbeitspensionär in Sachen Kunst von Ort zu Ort. Immer neu gefordert. Wenn man eine Vermittlungsaufgabe übernimmt und sich dabei wohlfühlt, hilft man einem Künstler, die Welt, die er schafft, den anderen mitzuteilen. Diese Welt, die er schafft, zu zeigen. Und wenn die Welt ein bisschen sperrig ist, dann kann man den Betrachter auch auf den Weg führen, Einblick in diese Welt zu bekommen. Ein paar sperrige Teile hat er selbst gesammelt. Diesen Giuseppe Benone in Luzern. Jean-Christophe Ammann besucht das Haus nach langer Zeit wieder einmal. Grund der Reise ist eine Sammlungsausstellung, zu der er einige Stücke beigetragen hat. Es ist nicht mehr das alte Haus.
Das neue Luzerner Kunstmuseum belegt eine Etage im Kultur- und Kongresszentrum, gebaut vom Architekten Jean Nouvel. Ich bin unglücklich über dieses Museum, unglücklich über den Eingang, der aussieht wie ein Dienstboteneingang. Ja, das sprichst du mir aus dem Herzen. Aber es sieht hier sehr schön aus. Also zum Arbeiten geht's gut hier. Geht's gut. Mit den, auch die Proportion sonst der Räume und ja, das Verhältnis der unterschiedlichen Größen, das finde ich eigentlich sehr gut zum Arbeiten. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Peter Fischer, der jetzige Direktor, führt durch die Ausstellung. Der war im großen Saal und dann gab es eine 30 Meter lange Wandzeichnung von Giuseppe Pennone. Ja, das ist... '81. Das ist natürlich schon ein schönes Beispiel, wie halt auch die internationale Kunst, die du hier gezeigt hast, auch von der regionalen Szene aufgenommen wurde. Das sieht man hier schon sehr schön. Ja, den Marktzumstein habe ich ganz vergessen. Ein Verrückter. Aber er liegt gut. Ne? Er liegt wirklich leblos. Wahnsinnig. Ich hatte damals in dem alten Gebäude ein großes Büro. Mhm. Da gab es so Schubladen. Und da waren die Modillianen. Ja. Aber die waren immer in der Schublade. Das waren ja noch archaische Zustände. Ja, ja. Archaisch. Aber die sind ganz, ganz schön. Das freut mich, die wieder zu sehen. Manchmal nachts habe ich die aus der Schublade unten rausgeholt und habe sie angeschaut. Dann wieder in die Schublade gelegt. Und das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Das ist John Armleder, alles gefundene Flugzeuge. Ich finde das sehr schön, ja. Mir gefällt das heute. Ich habe das völlig vergessen, aber wenn ich das heute anschaue, dann ist es eine wunderbare Arbeit. Und wer hat dieses Huhn gemacht? Das ist Paul Teck. Ach, das ist Paul Teck. Das gefällt mir sehr gut, weil es so etwas ist wie abstrakter Expressionismus, der eine Figur geworden ist oder so etwas. Es hat etwas sehr, etwas sehr Spontanes. Im Prinzip war damals die Obrigkeit, in welcher Kommune auch immer, ging immer auf Distanz zur zeitgenössischen Kunst. Heute ist es anders. Jean-Christophe Amanat hat natürlich vor allem diesbezüglich große Verdienste für das Kunstmuseum Luzern durch die bahnbrechenden Ausstellungen der Avantgarde-Kunst. Und das ist für uns auch heute noch, nach über 30 Jahren, eine Leitlinie für uns und gibt auch ein Schwergewicht, wie wir weiter mit der Sammlung arbeiten. Damit spricht der Direktor unter anderem die legendäre Transformer-Ausstellung an, die 1974 alles versammelte, was Rang und Namen hatte. Von Urs Lüthi bis Katharina Sieverding. Der Luzerner Künstler Luciano Castelli war nur eine von vielen Figuren, die die Vernissage in einen gesellschaftlichen Höhepunkt verwandelten. Jean-Christophe Ammann immer mittendrin. Kein abgeschotteter Direktor.